Hier ist Ronja und heute machen wir mal was, was sich super viele von euch gewünscht haben. Und zwar eine zweite Folge von Minecraft Skyblock. Aber man hat nur einen Block. Und zwar, ich erkläre euch gleich, wie das Ganze geht. Wir haben hier einen Block, der sich die ganze Zeit regeneriert. Und da kommt immer was anderes aus. Falls ihr die erste Folge von dem Ganzen noch nicht gesehen habt, dann ist das hier oben beim i verlinkt. Und zu einer anderen Sache, falls ihr euch vielleicht fragt, Ronja, warum sieht denn dein Arm so komisch aus? Das liegt daran, dass ich einen blöden Skin benutzen muss. Weil ich vielleicht in einem Video mit Upgegriefed verloren habe im Bed Wars 1 gegen 1 gegen ihn und wir gewettet haben, der Verlierer muss einen blöden Skin reinmachen und er hat mir dieses Prachtexemplar ausgesucht. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das selbstverständlich hier auch beim i, dann könnt ihr da drüben vorbeischauen und ja, das ist meine Bestrafung und deswegen sind wir jetzt der Villager mit Monobraue und großer Nase. Ich hoffe, das klärt einiges auf. Jedenfalls, wir meinen jetzt erstmal und was wir machen, wir bauen hier ein Haus, wir möchten noch da hinten, das hatte ich angefangen, und zwar hier, wo ich jetzt hier wunderschön Dirt platziert habe, wollen wir eine größere Farm bauen. Wir haben einen Eimer Wasser, soweit ich weiß. Ich glaube, mit dem bin ich noch nicht runtergefallen. Und dann bauen wir dort Essen an, damit wir auch eine kleine Farm bauen. Und genau, ich würde sagen, dann meinen wir. Creeper, nein! Creeper, nein! Okay, 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 okay. Wir haben hier jetzt kleinste Probleme, aber das ist alles nur halb so wild. Ich habe übrigens eure Kommentare gelesen. Ich weiß, ich muss mir eine Schüssel machen, damit ich hier von den Pilzkühen ernten kann. Danke für den Tipp. Nein! Kuh! Oh nein! Sie hat es nicht geschafft. Aber sie hat uns ein Steak zurückgelassen, was wir jetzt grillen können. Oh nein, Kuh, es tut mir so leid. Okay, wir haben jetzt Gott sei Dank eine Schüssel gekriegt. Das ist eigentlich ganz nice. Dann können wir hier zwischendurch was fooden. Ansonsten, weil wir jetzt ja hier die Pilzsuppe machen können. Ansonsten haben wir ein paar Steine, ein bisschen Holz gefarmt. Ich mache das hier alles mal in meine Sammelkiste. Und zwar, wir brauchen hier ein bisschen mehr Dirt, damit wir unser Dings weiterbauen können. Unser Feld. Kohle kommt in den Ofen. Sudela. Okay, wir brauchen dringend eine neue Eisenspitzhacke. Ich weiß nicht, ob wir noch Eisen haben. Wir haben auf jeden Fall Holz, wir haben einen anderen Crafting-Table, das bringt mir gar nichts. Wir haben Flintenstiel und wir haben eine Schere. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal ein paar Schafe scheren, beziehungsweise das eine Schaf, was wir noch haben. Wolle, ganz umsonst. Ich stehe jetzt dich gleich. Was? Das war eigentlich nur ein Spaß. Oh Mann, Kuh, es tut mir leid. Okay, es tut mir leid um dich, aber ganz ehrlich, wir hatten auch am Anfang der Folge sehr viele mehr Tiere, als wir jetzt haben. Das ist okay, das kann passieren. Ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt hier ein bisschen umdekoriert. Ich habe mal meine Kisten nummeriert, damit ich weiß, was wo drin ist. Und dann würde ich weiter farmen, denn wir brauchen erstens Lehm, damit wir unser Haus ausbauen können. Obwohl, ich kann das Haus technisch gesehen auch aus Holz bauen. Aber ich weiß nicht, wie sich... Obwohl, warte mal, wir haben doch auch Cobblestone. Wenn ich jetzt einfach ein richtig schön hässliches Cobblestone-Haus baue und ich verschmelze das aber und dann wird da richtig hübscher Stein draus. Das ist ja schon mal was wert, ja? Also Stein ist ja schon mal besser als Cobblestone. Und dann bauen wir da draus unser Haus. Ich denke, das ist auf jeden Fall mehr wert. Und dann fahren wir weiter. Nein, 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 Creeper, nicht schon wieder. Creeper, nein! Creeper, mein Hühnchen! Creeper, wieso? Ich brauche doch den Dirt. Ich habe doch nicht genug, um das zu reparieren. Ich sammle doch Dirt für da hinten. Och, Mann. Ganz toll. Ich lasse jetzt einfach das Loch da. Wenn jetzt noch ein Creeper kommt, dann haue ich den da rein. Ist mir ganz egal. Ja, ist mir komplett egal. Mann! Okay, Kiste, Kiste. Oh, warte mal. Eis? Aus Eis kann ich auch Wasser machen. Ich weiß zwar nicht wie, aber das ist, glaube ich, im originalen Skyblock. Kuh, was willst du denn von mir? Schubst mich nicht. Die mich runterschubsen, habt ihr das gesehen? Eiskalt will die mich runterschubsen. Das Ding ist... Oh, warte. Wir haben eine neue Ebene. In 16 Sekunden. Ich bin so gespannt, was es ist. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt. Ich bin voll gespannt. Und es ist Snow. Es ist das Schneebium. Winter bedeckt das Land mit seinen eisigen Händen. Okay. Eisigen Händen, meine ich natürlich.
Warte, nein! Hundi! Hundi, wie Hundi, du hast mein Schaf getötet. Ich bin ja nicht böse. Wie, warte, wie zähme ich den Hund? Wie zähme ich den Hund? Wo ist mein Hund? Da bist du. Knochen, 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 Knochen. Wir haben Knochen. Der will den, oder? Hundi? Hallo? Knochen? Willst du den? Ja! Ja! Wir haben den Hund! Ich meine, klar, er hat ein Schaf abgemurkst, aber sind wir ihm da wirklich böse? Es war unser einziges Schaf. Okay. Nein, wir sind ihm nicht böse, kleiner Hund. Wir sind dir niemals böse. Wir lieben dich. Du hast vier unserer Knochen gefunden. Ich wusste, es war gut, die aufzuheben. Warte, komm mit, Hund. Komm mit, komm mit. Warte, ich brauche eine Leine. Komm mit. Komm her. Und jetzt setz dich hier ans Feuer, okay? Damit du nicht wegrennst. Oh mein Gott, ich bin so froh. Wir haben einen Hund. Nice. Okay, falls ihr irgendeinen Namen für den Hund habt, haut es in die Kommentare. Ich bin nämlich echt schlecht in Namen. Meine Katzen haben beide meinen Mitbewohner benannt oder Freunde. Nein, 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 nein. Ich wollte nicht. Ich wollte Schiff drücken. Ich wollte Schiff drücken. Ich wollte Schiff drücken. Ich wollte nicht fallen. Was verliere ich? Alles meine Eisenspitzhacke. Nein. Nein. Ich hasse mich. Gott sei Dank habe ich dich nicht verloren, mein treuer Gefährte. Ah! Was ist das? Was ist das? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Bist du ein Fuchs? Warum tust du das? Nein! Wieso? Er hat einfach in den Tod gestürzt. Wojo! Warum macht er denn sowas? Hä? Ich bin komplett lost. Was? Warum hat er das getan? Okay, pass auf. Neuer Plan. Ich will nicht, dass es nochmal passiert. Wir bauen hier Zäune drumherum, damit er nicht wegrennen kann nächstes Mal. Alles klar? Alles klar. Das heißt, wir montieren jetzt... Es bringt eh nichts, hier diese Ruine stehen zu lassen. Können wir theoretisch eigentlich mal anfangen, hier unsere Basis auszubauen, ja? Das heißt, wir... Are you kidding me? Ich bin so ein Idiot. Ich bin so doof manchmal. Okay, wir wollten mit Steinen bauen, selbstverständlich. Okay, das bauen wir bestimmt irgendwann nochmal zu hier, den Kram. Aber ist momentan nicht vonnöten. Und dann können wir hier nämlich eine Tür reinknallen. Und die ist normalerweise dann immer offen. Außer wenn der Fuchs kommt, damit der Fuchs nicht wieder so ein Attentat macht wie letztes Mal. Weil, keine Ahnung, was bei dem da los war. Aber der hat es ja wirklich nicht lange ausgehalten. So, Tür auf. Und weiter geht's. Oh, Eis kann ich nicht... Eis ist halt Eis, ne? Das kriege ich halt nicht. Ich glaube, dafür brauche ich Silk Touch oder so. Aber ich kann noch nichts enchanten. Ist das korrekt? Aber Cobblestone ist gar nicht schlecht. Dann können wir weiter unser Haus bauen. Was bist du? Okay, eingesperrt, eingesperrt, eingesperrt. Hier, wir müssen in den Combat. Hier ist mein Schwert. Alles klar. Du wirst es nicht überleben. Hier, nimm das. Nimm das, komm, komm. Ha? Komm, wenn du dich traust. Auf zu schießen, das machen nur Angsthasen. Schießen ist für Loser. Außer man wirft mit Schneebällen, dann ist man cool. So. Boah, schon wieder knapp. Ein Leben schon wieder. Eieieiei. Hier sind jetzt überall Pfeile. Ja, ganz toll. Danke für gar nichts. Supertastisch. Okay. Nachdem wir diese stressige Situation... Was ist das denn? Was habe ich jetzt für einen Effekt? Ich sehe es nicht. Was ist das? Ich bin schwer. Was heißt denn, ich bin schwer? Kann ich den Pfeil hier nehmen? Gib ihn mir. Jetzt steckt der... Mann, jetzt stecken hier Pfeile drin in meinem Haus. Ja, ganz toll. Schon wieder Hunger. Es kann ja wohl nicht angehen. Es kann ja wohl nicht angehen. Das ist ja ein Witz. Das ist ja alles ein schlechter Witz. Okay. Ganz tolles Prinzip, was ich da hatte mit dem Einsperren. Hat ja super funktioniert. Würde ich direkt wieder so machen. Was bist du? Häschen! Häschen! Wir haben ein Häschen. Und weil ich so clever war und einen Zaun gebaut habe, bist du eingesperrt und du wirst nicht entkommen und du bist mein bester Freund. Ich nenne dich... Hoppel. Okay, ich bin sehr zufrieden. Wir bauen jetzt unser Haus weiter, weil ich absolut keine Lust mehr habe zu kämpfen. Okay, schön ist es nicht, aber selten.
Okay, wir machen jetzt erstmal ein Nickerchen. Ich muss unbedingt irgendwie mein Haus fertig kriegen. Das kann ja nicht sein. Und ich möchte. Und so langsam wird es knapp mit Essen. Das heißt, wir müssen irgendwie was Neues zu essen finden, was keine Melonen sind. Ich meine, wir können theoretisch Melonen anpflanzen. Jetzt nicht mehr, weil ich sie gerade aufesse. Wir finden bestimmt nochmal eine Melone. Das heißt, ich schlafe jetzt erstmal eine Runde und dann machen wir morgen, beziehungsweise jetzt gleich für euch die Farm. Auf geht's! Hallo Häschen, wir farmen heute mal ein bisschen weiter, mal was Neues. Ja, ich meine, gut, es ist dieses Schnee-Dings. Bist du. Oh, gut, der ist nicht lieb. Kann ich dich. Ja. Ganz, ganz ruhig, Blut, ruhig, Blut, ruhig, Blut. Kriegen wir dich irgendwie auf unsere Seite? Ist ja gut, was machen wir denn mit dir? Okay, das heißt, wir können jetzt erstmal nicht weiterfahren, bis ich rausgekriegt habe, was wir mit dem Eisbär irgendwie tun wollen. Oh je, oh nee. Das ist ja überhaupt nicht cool. Ist das unsere miese Farm? Also mieseste Farm des Jahrtausends. Aber was ist. Okay. Mal rein angenommen, ja? Das hier wäre keine schlechte Farm. So ein Müll. So ein Müll. Schlechtester Minecraft-Spieler aller Zeiten. Es tut mir auch leid. Achtung, aufgepasst. Jetzt kommt was Wildes. Das klappt wohl nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ist auch schön. Ist auch schön. Ist ein Springbrunnen, so habe ich es genannt. Okay, wir überschwemmt alles, aber die wichtigste Sache ist ja schließlich, dass wir hier jetzt Sachen anpflanzen können. Ja, also würde ich sagen, das ist ein Gewinn auf ganzer Linie. Wenn ihr Tipps für mich habt, bitte gebt sie mir. Ja, ich brauche sie. Wie ihr seht, bin ich lost. Ich bin hier, ja, mit einem hässlichen Skin. Sorry dafür nochmal. Ist jetzt vorbei nach der Folge. Ich habe hier einen Eisbär, keine Ahnung, der will mich wahrscheinlich umbringen. Ich habe hier hinten einen Wasserfall gebaut, damit eine Kuh getötet. Generell scheint es nicht so gut zu klappen mit den ganzen Tieren hier. Ich habe dieses Wunderwerk von Haus gebaut und ich habe keine Ahnung, wie ich Essen für meinen Hund finden soll. Also, falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich sehr, euch hat die Folge gefallen und dann sehen wir uns nächstes Mal. Ich verlinke euch die letzte Folge hier nochmal in der Endcard und dann könnt ihr euch die anschauen, wenn ihr das mögt. Und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!